Hallöchen da draußen, willkommen zurück hier bei Siedler 2. Ich glaube, heute werde ich mich mal ein bisschen an Krieg trauen, da das jetzt wieder etwas Gold reinkommt. Da hinten ist die Mine zwar noch nicht besetzt, aber die Arbeiter müssten jetzt bald eintrudeln. Und dann sieht das wieder gut aus für mich. Und hier ist auch die Verstopfung gelöst. Auch nicht schlecht. Gut. Die Minen werden wahrscheinlich jetzt bald den Geist aufgeben. Ich weiß nicht. Oder haben die kein Essen mehr gekriegt? Keine Ahnung. Wir haben noch mal hier Kohle. Da müssen wir halt wieder suchen. Vielleicht kriegen wir hier noch mal ein bisschen was rausgezogen. Hier zwischendrin oder da hinten da noch. Da gibt es bestimmt noch ein bisschen was. Erstmal muss der hier jetzt eh den Stein aus dem Weg räumen. Aber wir werden jetzt mal einen kleinen Test machen. Wir werden jetzt einfach mal ganz gemütlich dieses Gebäude hier, oder besser gesagt, dieses Gebäude hier angreifen mit zwei Soldaten, die hoffentlich nicht hier rauskommen. Weil ich möchte einfach mal kurz einen Test machen, was dann passiert. Ich denke mal, die werden mich angreifen kommen. Und ich möchte gucken, ob die noch genug Soldaten im Ersatz dann haben für uns. So, weil jetzt haben sie nämlich einen Fehler gemacht. Und ich werde dann nämlich im gleichen Zug. Okay, sie greifen mich hier an. Da weiß ich jetzt nicht, wie es aussieht, ob wir die hier abgreifen können. Wir werden auf jeden Fall dann die Münzen zulassen. Und die kommen gleich mit richtig viel, ne? Aber es sind nicht nur Elite dabei und das war voll mit Elite 6 Mann. Hier kommen sie auch. Und ich glaube, ich bekomme sie abgewehrt. Wir werden auch hier angegriffen. Weiß nicht, was jetzt da drin war, ob da jetzt gute waren oder eher schlechte. Hier habe ich eben Münzen zugelassen. Oh, hier haben sie gute Karten, dass sie mich besiegen, so wie es aussieht. Und haben es auch geschafft. Okay, jetzt der Weg abgeschnitten. Ist jetzt mal. Erstmal nicht so schlimm, das Lager ist auch. Ja gut, das Lager ist jetzt weg. Scheiße, jetzt haben wir das Lager zerstört. So, ich habe denen dafür das hier zerstört und sie haben es hier nicht geschafft, uns irgendwie platt zu machen. Also müssen wir abwarten, ob sie noch mehr Soldaten schicken können oder ob sie hier wieder befüllen. Gut, das war jetzt hier ein bisschen doof, dass sie es hier geschafft haben. Hier auf jeden Fall das wieder zurückholen. So, jetzt greifen sie auch noch an. Ich weiß nicht, woher holen sie jetzt noch die Soldaten hier? Also dürfen die mich jetzt hier überhaupt angreifen? Das ist mal die Frage. So. Angriff! Ihr Arschlöcher, ich hab mein Lager zerstört. Penner. Wie? Die haben beide Blatt. What? Wie jetzt? Die werden angegriffen. Hier, das hat sich erledigt. Das auch. Das kleine. Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt hier der eine uns alle Blatt macht. Kann doch nicht wahr sein. Und hier ist jetzt natürlich der Weg abgeschnitten und das Gold willkommen. Die waren jetzt zum Nahrungsmittel, ist jetzt nicht so schlimm. Was wir es jetzt wohl schaffen hier? Na, aber hallo. Ich muss hier wieder eine Verbindung schaffen. Aber er greift nicht nochmal an. Perfekt. Nichts passiert. Bis auf das Lager. Noch das. So, machen wir die Fahne weg. Viele Nahrungsmittel sind draufgegangen. Bisschen Stein. Nicht weiter schlimm. Kann man soweit verkraften. Müssen wir kurz den Gelehrten rufen, damit wir nochmal die Kohle anwerfen. Ich werde jetzt auch hier oben erstmal kein Lager mehr hinstellen.
Fall, dass sie mich wieder angreifen. Aber ich werde mir wahrscheinlich das Gebäude hier unter den Nagel reißen. Die zwei Leute erstmal angreifen hier. Weil besetzen kann ich trotzdem. Das geht. Weil ich habe genug hier im Lager zum Nachziehen. Ich glaube nicht, dass sie mich jetzt angreifen, so wie es aussieht. Denn nein. Unsere Verteidigung schicken tun sie auch niemand. Wir haben 20.000 Tonnen Schinken und 50.000 Tonnen Brot verloren. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Aber es hat sich gelohnt, finde ich. Auf jeden Fall. Wenn ich das jetzt hier sehe, ich glaube, das tut richtig weh. So, geht auch. Und greifen sie mich an? Nö. Und beschießen sie mich? Wenn sie mich beschießen werden? Ja. Sie tun's. Und haben getroffen. Scheiße. Cooler Greifen 6, der. Das hier. Kein Problem. Ich habe noch genug Soldaten. Nichts haben die Lotto Katapulte stehen. Holy. Da muss ich irgendwie hinbekommen. Dass ich die irgendwie wegbekomme hier. Hm. Wo liegt denn jetzt? Ach da, die verteidigen. Und haben es verteidigt. So, jetzt tun sie wieder Soldaten rausschicken hier. Dann mich mir halt das hier als erstes. Egal. Aber es stört mich jetzt ein bisschen, dass die hier so viele Katapulte haben. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. So, Gold. Krieg kein Essen. Klar, jetzt habe ich hier keine Nahrungsmittel mehr. Ach du meine Güte. Wo ist er jetzt? Ach, der wurde schon abgefangen. Ich muss nochmal einen schicken. Ja, was soll denn der Scheiß? Woher kommt denn der jedes Mal, der Arsch? Statistik. Okay, Militär sind wir beide gleich runter. Was sieht's aus mit den Münzen? Haben beide noch gleich auf. Ja, beschäftige die ihn jetzt mal hier. Ein bisschen. Die haben eh keinen Stein. Was wollten hier? So, mal gucken, dass man Land für Land hier. Ach, da ist nur so ein Loot drin. Gut. Perfekt. Da ist ein Katapult. Da müssen wir erstmal das hier zerstören. Angreifen. Kein Angriff möglich, gerade gegen den Katapult. Scheiße. Kommen wir hier nicht ran. Da hinten. Ich hoffe nicht, dass sie hier auch einen Katapult haben. Ah, ziehen sie jetzt wieder nach. Das ist gut, weil jetzt wieder Land gewonnen ist. Kriegen wir wieder Ersatz. Genauso wie hier. Sehr schön. Hier oben können wir nichts angreifen, oder? Lass mal hier das Katapult vielleicht mal hinbekommen. Ich werde noch eine Erkunde aussenden, beziehungsweise zwei. So, hier werden wir nicht beschossen. Wie sieht's hier aus? Ey, wo kommen die jetzt her? Ah, die wollen verteidigen. Wohin schicken sie die jetzt? Gut, perfekt. Hier ist auch nirgends ein Katapult in der Nähe. Ja, ich werde jetzt hier nicht die Fähnchen nachstecken. Und eh nichts.
Bin mal gespannt, was gleich der Erkunder sagt. So, Kohle ist fertig. Wir haben hier nirgends mehr. Shit. Hier oben müssen wir noch ein bisschen warten, also brauchen wir ein bisschen Geduld. Hier kommt kein Eisen mehr, aber im Lager haben wir doch noch, oder? Oh, da ist noch. So, und jetzt ziehen wieder welche nach und sie werden, wie es aussieht, angreifen, oder? Oder laufen die jetzt einfach nur planlos rum? Kann mir gerade, glaube ich, keiner so wirklich sagen. Deswegen wollen wir gleich zum nächsten gehen. Aha! Da ist nichts Besonderes drin. Ich bin gespannt, wo hier das Tor ist. Ich hoffe das nicht, dass es bei den Roten ist, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind so unterprivilegierte Völker dort. Wo könnte das Tor sein? Kann ich das hier angreifen? Ja. So. Oh, was macht der hier? Will der angreifen oder was? Ach nee. Echt jetzt? Soll er? Von mir aus. Ich habe noch genug Soldaten. Okay, auch. Ansonsten reiße ich mich die zwei da hinten ein. What? Oh, Nachrichten über Nachrichten. Wir werden angegriffen. So. Oh, die wollen das wieder zurückholen. Also ist denn irgendwie was wichtig hier? Komm, räumt mal hier ein bisschen auf. Falls wir es schaffen sollten, das hier wieder zu bekommen. Ah, jetzt wird gerade rein, mein Soldat. Zu zweit sind sie hier drin, also müssen wir nochmal einen hinschicken. Ey, aber du musst jetzt nicht kaputt gehen wegen dem Arsch, oder? So, jetzt greifen sie wahrscheinlich wieder an. Hab ich noch genug? Vier. Du solltest mal zurückkommen. Ist immer noch meiner hier. Woher kommt die jetzt? Von ganz da hinten? Echt jetzt? Ach du Scheiße. Hey. Gut. Was zum Henker ist jetzt hier los? Das war klar, dass ich den nicht schaffe mit dem. Oh Mann. Leute. Schickt mir aber wieder Anständige. So, ein paar Ersatz haben wir noch. Da ist das Tor! Da ist das Tor! Da ist es! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben gleich Siedler durch! Siedler 2! Die letzten paar Meter! Ach du meine Fresse! Angreif mit allem, was ich habe! Scheißegal! Los! Angriff! Das ist gut, das ist... Oh, das sieht gut aus. Das könnte man sogar schaffen, egal was jetzt passieren tut hier. Aber wir müssen... Ich muss was machen hier. Ich muss den Angriff erhöhen. Den Angriffsfaktor, dass ich mehr Leute schicken darf. Los, alle hin jetzt da. Oh Mann, lass mich nicht aufhalten. So, nah am Ziel. Was schickt ihr da für ein Crap? Was zum Henker? Wieso denn das? Okay, das müssen wir uns auch wiederholen hier. Kriege ich hier einen Soldat? Ah, da ist schon ein Crap drin. Oh, das könnte klappen. Das könnte klappen. Ja, nein. Nicht aufhalten lassen.
No. Ja, ja, ja. Lass doch den hier ran. Was? Wir haben es gleich. Nein. Oder auch nicht. Doch! Letzter Tag des 10. Jahres. Das Octavius letzter Eintrag in diesem Tagebuch. Das meine ich. Wir haben es geschafft. Morgen werden wir nach Rom zurückkehren. Genau 10 Jahre, nachdem es uns in diese Inselwelt verschlagen hat. 10 Jahre, in denen wir auf den Spuren unserer Väter wandelten. 10 Jahre, in denen wir lernten, was Rom groß gemacht hat. Wir werden den Göttern ein großes Dankesfest bieten und unseren Familien und Freunden wiedersehen. Ich kann es kaum erwarten. So, ich muss wahrscheinlich jetzt hier den Part beenden, weil sich die Auflösung verändert. Aber ich werde dann gleich wieder aufnehmen, wenn wir das Tor betreten haben. Tschüss!